Der heißt Adelheid. Die heißt Adelheid. Sie soll auf ihren Namen hören. Adelheid. Adelheid. Ja, die sind ganz süß, ne? Tatsache. Hey, du hast mein Handy, ne? Kriegst du nicht. Adelheid. Hallo, Adelheid. Ja. Adelheid. Klausi. Adelheid. Klausi, komm. Adelheid, es ist soweit. Klausi. Ein neuer Weg, den ich noch nicht kenne. Herzlich willkommen im Tierpark Walbeck in dem schönen Ort Walbeck in Sachsen-Anhalt. Ach, und ich sehe, hier ist der Weg auch schon zu Ende. Macht nichts. Der Tierpark Walbeck sowie hier der gesamte Ort, auch mit seinem Schloss und so weiter, waren schon mal Hauptthema in einer Fernsehsendung mit Maxi Arland. Oder Maximilian Arland möchte er jetzt genannt werden. Rechts neben mir sind die Schweine und ich habe das gerade meiner Tochter zugerufen. Oh Gott, du gibst deine Schweine freiwillig ab? Ja, was soll ich noch alles tragen? Hier hinter mir ist ein großer Pfau mit seinen Kindern. Wie nennt man es, wenn ein Pfau Schmerzen hat? VW. Habe ich mir jetzt ausgedacht, ganz spontan. Dieser Tierpark zeigt meiner Meinung nach, wie man mit wenig Mitteln ja so ein altes Gehege hier eigentlich auf Vordermann hält. Ein tolle Gehege, die Tiere fühlen sich wohl. Natürlich hast du ja noch so ein bisschen ja dieses Altertümliche von vor 30, 40 Jahren drin. Aber das ist alles gut in Schuss und ich mag auch immer so ein bisschen das Nostalgische und nicht immer dieses Hochmoderne. Wenn ich was Hochmodernes will, dann gebe ich sicherlich das Zehnfache aus und weiß ganz genau, wo ich dafür auch hinfahren muss. Aber das hier sind immer diese kleinen, feinen Ausflüge, die sich jedes Mal lohnen. Hier sind Alpakas, glaube ich. Oh Gott. Das ist ein Alpaka. Hallo. Tauben. Ich schleiche mich mal ran. Die hören ja eh nichts. Ah. Oh. Das scheint spezielle Tauben zu sein. Ach, Lama, ich Blödmann. Da. Oh, die Maus. Will die vom Tisch runter? Alles schon richtig alt. Da brauchst du nichts thematisieren. Das ist Thematisierung. Hier steht auf dem Schild, das hier, im Tierpark befindet sich eines der letzten Vorkommen von Bärlauch. Bärlauch steht unter Naturschutz. Das Pflücken ist strengstens verboten. Hier war immer so ein heiseres Schaf dabei. Kennt er ja aus diesen funniest YouTube-Videos bestimmt, ne? Bist du so einer? Sag mal was. Ja, zumindest kommst du schon mal. Na komm. Lilly, wollen wir dein Hirn mal wieder einrenken? Dann fass mal an diesen Draht. Hast du gerade Nein gesagt? Widersprichst du deinem Vater? Ja. Ah. Hallo, ihr Hübschen. Oh, zwei Trauerschwäne. Schlucki und Zucki. Sie hat Schluck auf und Augenzucken heute. Ah.
Das hat sie leider alles von mir. In ihrem Alter hatte ich da auch mal so eine Phase, wo ich immer gezuckt habe. Also, wenn so ist, also ja. Okay, man sagt schon mal nicht. Papa ist der ja immer so. Lausleiche? Ja, genau, die Sache. Oh, jetzt mache ich schon wieder so viele Entenaufnahmen. Ich mag Enten. Nimm nur rein mit. So Leute, zum Schluss dieses Videos zeige ich euch natürlich noch den Spielplatz, der außerdem mit einer schicken Terrasse versehen ist, wo du Kaffee, Kuchen, Pommes, Bratwurst dir holen kannst. Das Ganze ist richtig, richtig gemütlich. Der Spielplatz einer der besseren, also da hat sich der Tierpark nicht lumpen lassen. Und ja, dann kann man gerne, wenn man möchte, noch eine zweite Runde starten. Aber ein Besuch des Bistros ist ja fast schon Pflicht hier. Echt gemütlich. Ja, ich habe ja gesagt, nimm nicht immer die Schweine mit. Lass mal eins im Auto. Du hast ja gar keine Hand mehr frei. Ja, mach ich. Ach, die soll ich jetzt nehmen? Schwein 1. Schwein 2. So, meine Frau wurde beschissen. Habe ich abgewischt. Ach, hast du schon abgemacht? Natürlich. Eieieiei. Ihr müsst wissen, meine Frau hasst Flecken. Ja, das ist natürlich, wenn man ein eigenes Kind hat, so eine kleine Diskrepanz, die man dann ständig hat. Sie hasst Flecken, glaubt mir. Tut dir gut. Gehen die runter von meinem Grundstück. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht auf deinem Schiff, aber Grundstück, ja, das hier passt. Hier wohne ich. Echt? Wohnst ja, du hier? Ab tschüss. Hallo. Im Hintergrund seht ihr Karins Biergarten, das urige Bistro hier im Tierpark Walbeck. Wir verlassen jetzt den Tierpark. Ich habe genug Steine im Schuh. 100 Leute dürfen aktuell da rein und eben haben schon welche vorm Eingang gewartet, als wir unsere 4 Jetons da abgegeben haben. Haben die sich gefreut. Bis bald, ciao.